wenn man A will, macht man hier A. Salut, bis zum heute sind wir in Sirens. Wir treffen den Yves Bichot. Und für das gehen wir zurück in die Schule. Kommen mit. Bonjour, Monsieur Bich. Bonjour. Wie geht's? Es geht und wie euch? Der Yves Bich ist sein Leben lang Schulmensch, der in Sirens gewesen. Er hat Schulmaterial von den letzten 130 Jahren gesammelt und dann einen Saal eingerichtet. Das war Roneo. Roneo. Regelmäßig kommen Glossen für die Schule zu entdecken. Der Yves Bich macht eine Führung auf Elsassisch für ältere Leute oder Alzheimer-Kranke. Wenn die Leute reinkommen, das Erste, was sie sagen, oh je, das schmeckt wie früher. Man hat nicht Angst, dass mit dem Alter, wenn man Gedächtnis verliert, das, was zuerst geht, ist der zweite Spruch. Der Mütterspruch bleibt. Und so habe ich viele Leute, die ich gerne besuche, die kein Wort Französisch mehr kennen, die ihr ganzes Leben Französisch geredet haben, aber wo der Mütterspruch Elsassisch ist und wo das Französische verschwunden ist. Der Yves Bich ist ein ewiger Schulmeister. Deswegen, wo er in den Ruhestand gegangen ist, hat er sich total in die Verteidigung vom Elsassischen geschmissen. Er hat sämtliche Bücher für die Kinder geschrieben. Die zweite Ausgabe vom Petit Dictionnaire Insolite de l'Alsacien ist gerade beim Larousse rausgekommen. Das ist etwas Wunderbares, was mir passiert ist. Ich bin nicht so Larousse gegangen, einen schönen Tag. Haben sie mir telefoniert, ob ich etwas machen wollte. Und dann hatte ich freie Bahn fürs Machen. Sie haben nur gesagt, so und so viele Blätter, so und so viele Geschichten, so und so viele Sprichwörter, so und so viele Leute, die bekannt sind vom Elsass und so weiter. Und dann konnte ich machen, wenn ich will. Und das hat so einen Erfolg gehabt, was ich hinten noch auch für Bretonen gemacht habe, für die Korsikaner und so weiter. Der Yves Bich schafft in alle Direktionen. In dem Supermarkt hat er zum Beispiel den Namen der Lebensmittel auf Alemannisch übersetzt. Puppelennahrung zum Beispiel. Der Mousse wird Schümwi. Und es gibt manche Überraschungen wie das Wort Gstankdega für Theodoro. Die alte Zahnarztliga auf Elsass ist vor 50 Jahren. Und das ist auch ein Vorteil des Elsassischen. Also es kann so schön sein und es redet einem. Gstankdeger, das deckt den Gstank. Und beim Mezia gibt es natürlich saumäßig gut Fleisch. De la très, 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 très bonne Viande. Aber für uns ist das saumäßig. Ja, literal wird man sagen, cochonnement bonne. Cochonnement bonne, ja, aber das fehlt noch. Wer versteht das denn noch? In Sirens, dank im Yves Bich, sind Strassennamen auf Elsassisch ausgeschildert. Er schreibt da regelmäßig Artikel in Zeitung L'Alsace und im Heftel vom Conseil départemental vom Ober-Elsass, die Sprache soll überall sichtbar sein. Das muss man sehen, das muss man sehen in der Zeitung, im Fernsehen, das muss man sehen in der Kirche, in den Geschäften, haben Sie gesagt, im Iberü, in den Geschäften, auf der Straße, überall muss ein Moment an, was ist jetzt da? Und es muss ein kleiner Interesse wegen bei den Leuten oder bei denen, die nicht lernen. Ah, da will ich ein bisschen mehr wissen über das. Und so klappt es. Der Yves Bich denkt, dass für das Elsassische besser lernen zu können, muss man es schreiben. Für ein paar Jahre hat er mitgeholfen, die Methode Ortal, Orthograph Alsacien, zu erfinden. Eine Methode, die alle Elsasser benutzen können, von Saint-Louis auf Weißenburg. Kind. Auf Deutsch. Auf Elsassisch gerade. Kind. Donc. I. Es ist immer ein bisschen geschrieben worden. Aber nur mal zu einem Mann Kaiser, jetzt schreibt man es nicht mehr. Aber heutzutage ist es noch wichtiger. Denn es wird nicht mehr übertragen von den Eltern in den Kindern. Und wenn es die Kinder lernen, müssen sie auch etwas haben, was sie es können, was sie es können lesen. Und wie gesagt, man kann alles, ich behaupte immer, man kann alles sagen, auf Elsassisch. Der Yves Bich ist nie so richtig vom Klassenraum rausgekommen. Und mit 74 hat er noch manches vor.